Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Orphans, die Weißen. Und mal gucken, wo hier Leon und hier Tammy verschwunden sind, wa? Das ist ja mal interessant. Mal gucken, Amber möchte was von uns. Bitte entschuldigen Sie, ich will wirklich nicht stören. Aber Sie haben sich bisher noch nicht zurückgemeldet. Und diese Ungewissheit ist unerträglich. Ich habe das Gefühl, mein Vater läuft die Zeit davon. Frau Fons, die Sache mit Ihrem Vater tut mir leid. Kein Problem. Ich wollte Sie auch gerade kontaktieren. Sorry, dass ich vorhin zu kurz gebunden war. Danke. Ja. Wissen Sie, ich bin für jede Information dankbar, die Sie mir helfen könnte. Etwas über seinen Verbleib herauszufinden. Sie sagten, dass Sie meinen Vater aufgrund seines aktuellen Buches über das Waisenhaus kontaktieren wollten. Und dass sich Freunde von Ihnen dort aufhalten. Dass Sie in Gefahr seien. Voll so ein bisschen nervig. Excuse me, wir haben 2022. Ja, in diesem Waisenhaus passieren furchtbare Dinge. Ich mache mir wirklich große Sorgen um Sie. Inzwischen glaube ich sogar, dass Sie in Lebensgefahr schweben. Das klingt aber wirklich ernst. Was ist denn nur geschehen? Oh, ja. Chicken. Los. Lies es dir durch, Mädchen. Los, lies. Lies das nun. Endlich mal. Ja. Okay, das braucht ein bisschen dazu. Ah, okay, jetzt ist sie fertig. Das ist ja schrecklich. Und Ihre Freunde stecken dort fest? Haben Sie denn die Polizei verständigt? Nein, sind wir gar nicht drauf gekommen. Ja, aber die glauben uns nicht. Die Polizei denkt, wir würden uns einen dummen Scherz erlauben. Das ist ja wieder typisch. Wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Aber noch kurz zurück zu dem Screenshot, den Sie mir geschickt hatten. Ihre Freundin schrieb etwas von seltsamer Kameraaufzeichnung. Was meinte sie damit? Kann man da was drauf sehen oder lässt sie das sein? Ja, okay. Oh mein Gott! Mein Vater war ja für die Recherchen zu seinem Besuch ein paar Mal in diesem Waisenhaus. Und jedes Mal, wenn er zurückkehrte, wirkte er beunruhigt, fast ängstlich. Auch Norma, die Lebensgefährtin meines Vaters, ist völlig verzweifelt. Sie ist auch Autorin und sollte mit seinem neuen Buch arbeiten. Mein Vater hat sie jedoch mit Fortschreitenden der Recherchen immer mehr ausgeschlossen. Deshalb hatten die beiden in letzter Zeit auch öfter Streit. Norma und ich, wir hatten schon länger die Befürchtung, dass dieser Ort etwas... Wie soll ich es ausdrücken? Dass dieses Waisenhaus kein gewöhnlicher Ort ist. Nein, ich bin überzeugt, dieser Ort ist böse. Leider weiß ich nicht viel über die Recherchen meines Vaters. Mein Vater war sehr verschlossen, wenn es um dieses Waisenhaus ging. Was eigentlich überhaupt nicht seine Art ist. Normalerweise war er immer sehr offen und hat mich nach meiner Meinung gefragt. Aber dieses Mal war alles anders. Boah, das ist nervig, oder? Ja, je mehr er herausfand, desto verschlossen wurde er.
Hatten Sie mal versucht, ihn darauf anzusprechen, aber warum tat er so geheimnisvoll? Und Sie haben überhaupt keine Ahnung, was er herausgefunden hat? Leider nein. Das Einzige, was ich habe, ist dieser Zettel, den mein Vater mir entlassen hat. Ich habe Ihnen das bisher noch nicht erzählt, weil ich nicht wusste, ob ich Ihnen trauen kann. Aber inzwischen weiß ich, dass Sie ebenfalls in Schwierigkeiten sind. Also mein Vater hat mir eine seltsame Nachricht hinter den Spiegel im Badezimmer geklemmt. Schon seit ich klein war, haben wir dort unsere Geheimnisse und Rätsel hinterlegt. Als Kind habe ich diese Schnitzeljacken geliebt. Also habe ich da natürlich sofort nachgesehen, als ich merkte, dass irgendetwas nicht stimmt. Er muss diese Notiz kurz vor seinem Verschwinden dort deponiert haben. Amber, ich kann leider nicht erklären, was vor sich geht, denn ich befürchte, dass ich auch dich in Gefahr bringen könnte. Nur so viel, ich habe in ein Wespennest gestochen und unwissentlich etwas in Gang gesetzt, das ich nun nicht mehr aufhalten kann. Sollte mir etwas zustoßen, bitte sei vorsichtig mit dem, mit wem du sprichst und traue niemanden. Böse Menschen versuchen zu verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Ihnen ist jedes Mittel berecht. Und ich fürchte, sie haben Beziehungen in den höchsten Ebenen. Bitte pass gut auf dich auf. Ich liebe dich, Dad. Das ist so abgedroschen, ne? So irgendwie so... So unerklärend alles irgendwie so. So, weiß ich nicht. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie soll es weitergehen? Ne, mit geheimnisvollen Mächte am Werk und hast du nicht gesehen und höchsten Ebenen und so. Das klingt so nach so Outlast irgendwie. Ich weiß nicht. Nein, das kommt nicht gut an bei mir. Das klingt ziemlich beunruhigend. Das hört sich fast nach einer Verschwörung an. Eben. Ja, und auf der Rückseite war auch wieder einer seiner Rätsel. Ich konnte mir aber bis jetzt noch keinen Reim daraus machen. Klar ist, mein Vater hatte viel Angst. Und ich weiß weder, was ihm Angst macht, noch wem ich trauen kann. Darum habe ich mich auch nicht getraut, die Polizei zu kontaktieren. Ich frage mich wirklich, worauf er gestoßen ist. Wahrscheinlich hat er ja wirklich was in Gang gebracht. Es muss etwas mit seinem Buch und diesem Waisenhaus zu tun haben. Versteht auf etwas so größerer Tragweite, das nicht an die Öffentlichkeit geraten darf. Das müssen wir so schnell wie möglich herausfinden. Wir machen das mysteriös und spannend und gehen auf eine Verschwörungsjagd. Versteht, dieses Waisenhaus ist ein finsterer Ort, finsterer und böser Ort. Und die Fäden scheinen dort alle zusammenzulaufen. Das alles kann kein Zufall sein. Mein Vater schreibt über dieses Waisenhaus und verschwindet spurlos. Während ihre Freunde dort festsitzen, von bösen Mächten terrorisiert werden. Und offensichtlich gibt es Menschen, die verhindern wollen, dass mehr über diesen Ort und seine Geschichte an die Öffentlichkeit gerät. Genau, das Waisenhaus muss der Schlüssel sein. Aber warum sollte jemand das verhindern wollen? Man müsste es einfach abreißen. Ich habe leider keine Ahnung, Tom G. Aber vielleicht könnten wir etwas gemeinsam herausfinden. Ich werde Ihnen alles erzählen, was ich weiß. Wir müssen Ihre Freunde retten und meinen Vater finden. So machen wir das. Ich muss kurz ein wichtiges Telefonat führen und melde mich dann direkt zurück. In Ordnung, bitte beeilen Sie sich. Okay, danke, dann bis gleich. Bum, bum. Bam, bam. Bum, 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 bum. So, weiter geht's. Komschi, es wird immer seltsamer. Da war gerade dieser Typ. Was? Wir haben angehalten, um ihn nach dem Weg zu fragen. Der war so unheimlich wie diese Gegend hier. Ach, das ist Shadow. Kein Problem, die ist ganz nett.
Wieso, was war denn? Konnte er euch wenigstens weiterhelfen? Nein, das war total strange. Der hat uns komplett ignoriert. Ging einfach wortlos weiter, als seien wir überhaupt nicht da. Vielleicht wart ihr nicht gar, da. Sam ist fast der Kragen geplatzt. Vielleicht seid ihr auch in einem Paralleluniversum. Er hat den Typen angeschrien. Nix, als wären wir Luft. Vielleicht wart ihr viel Luft. Also sind wir weitergefahren. Vielleicht befindet ihr euch in einer Dimension. Aber hier ist einfach nichts. Nichts in einer Geisterdimension. Keine Häuser, keine Abzweigungen. Noch nicht mal irgendwelche Schilder. Sie selbst. Hier ist nichts außer Wald und diesem verdammten Nebel. Ich komme mir vor, als wären wir am Ende der Welt. Pass auf! Ina, was passiert? Das ist nicht witzig, genau. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Nachricht konnte nicht gesendet werden. Am Arsch hängt der Hammer. Ina, Sambo, seid ihr da? Was ist los? Bitte, jetzt hört auf mit dem Scheiß. Bim. Erreiche 25% zum Fortsetzen. Neues Tagebuch ist freigeschaltet. Meine lieben Leser, viele Monate nun recherchiere ich bereits über diesen Ort und seine dunkle Vergangenheit. Und je mehr ich herausfinde, desto überzeugter bin ich. Dieses Waisenhaus war die Brutstätte teuflischer Bestrebungen und hinter seinen Wänden geschah Unaussprechliches. Und so möchte ich Ihnen heute einen weiteren Auszug aus Schwester Brauns Aufzeichnungen präsentieren. Möge der Allmächtige uns beistehen. Ich vermag die Geschehnisse der heutigen Nacht kaum in Worte zu fassen. Ich war auf meinem abendlichen Rundgang durch die Schlafgemächer der Kinder, als mir auffiel, dass die kleine Emilia nicht in ihrem Bett lag. Die anderen Kinder gaben an, nicht zu wissen, wo sie sei. Also machten wir uns auf die Suche nach dem Mädchen und fanden sie schließlich am Fuße des Altars in der Kapelle. Sie kauerte auf dem kalten Steinboden und weinte bitterlich und herzzerreißend. Bei näherer Betrachtung sahen wir, dass ihr kleiner Körper übersät war mit Striemen und blauen Flecken. Wer hat ihr das nur angetan? Auf den Stufen zum Altar entdeckte ich Schriftzeichen einer mir unbekannten Sprache und die Bibel lag beschmutzt und in Fetzen gerissen, verstreut auf dem Boden. Als ich Emilia fragte, was sich zugetragen hatte, wurde sie mit einem Mal ganz still. Dann begann sie zu kichern, höhnisch zu lachen. Sie stand auf und drehte sich wie von Sinnen im Kreise. Dieses Lachen, es wird mich bis an mein Lebensende verfolgen. Dann verlor das arme Mädchen das Bewusstsein. Ich nahm sie auf und gab an, sie in der Krankenhausstation behandeln zu wollen. Anstatt dorthin zu gehen, beschloss ich jedoch, das hilflose Kind in Sicherheit zu bringen. Nicht weit von hier wohnt eine aufrichtige und gottesfürchtige Familie. Ich war voller Hoffnung, dass das arme Geschöpf dort mit offenen Armen aufgenommen würde. Nur weg von diesem gottlosen Ort. Weit weg von Pater Johann und seinen Untergebenen. Später würde ich behaupten, das Mädchen habe sich losgerissen und sei fortgelaufen in die Wälder. Pater Johann, der kleine Pedobär, Alter. Das ist ganz klar, ne? Das sind solche Leute, ne? Da würde ich auch. Das sind keine guten Babysitter. Katholische Priester. So, jetzt haben wir es aber. Hallo, Tomji. Endlich, hatte schon versucht, dich zu erreichen. Jerry, wo bist du? Was mit Sandy? Ich habe eine Weile gewartet und bin dann Richtung Autos weiter in den Wald gelaufen. Aber von Sandy keine Spur. Ich verstehe das nicht. Sie hätte doch eigentlich direkt an mir vorbeikommen müssen. Wo zum Teufel ist sie nur langgelaufen? Das ist doch Wahnsinn. Bei den Nebeln findet sie niemals den richtigen Weg. Was ist mit dir? Hast du was von Sam und Ina gehört? Schick mal das Video.
Ja, aber irgendwas stimmt da nicht. Ja, Ina hatte mich eben wieder angerufen. Schau dir das mal an. Spinnen die beiden total, oder was? Damit wollten sie uns doch vorhin schon Angst einjagen. Wie kann man in so einer Situation so zynisch sein? Ich weiß nicht, Jack. Ich glaub nicht an einen Scherz. Was, wenn sie wirklich einen Unfall hatten? Das frage ich mich auch gerade. Nicht zu fassen. Wir müssen mal einfach mal davon ausgehen. Wir glauben ja nicht an Gespenster. Aber andererseits, uns in dieser Situation einen miesen Streich zu spielen, das wäre selbst für Sam und Ina zu krass. Aber wie ist das nur möglich? Wie konnten sie uns vor Stunden das Video von einem Unfall schicken, der gerade erst passiert ist? Ei! Ich weiß nicht, Jerick, es ist das Weiße Haus. Nicht von dem, was hier passiert ist, ist normal. Ist das möglich, dass das Video vorhin ein Zukunftsvideo gewesen ist, was jetzt gerade in der Gegenwart ist, das diesen Unfall vorausgesehen hat quasi? Was machen wir denn jetzt, Tom G? Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Vielleicht sollte ich wieder zurück ins Waisenhaus gehen. Derek, du musst Sandy finden. Sie ist verloren da draußen. Ja, ihr solltet euch erstmal um Tammy kümmern. Ich denke auch, ihr müsst versuchen, Leon vernünftig zu Vernunft zu bringen. Sandy wollte loslaufen und Hilfe rufen, ne? Aber was, wenn mit mir das gleiche passiert wie mit ihm oder Tammy, wie Sandy schon sagte? Was, wenn wir alle nach und nach den Verstand verlieren? Ich gebe es nur ungern zu, Tom G. Ich habe die Hosen gestrichen voll. So weit weg kann sie doch nicht sein. Wenn ich sie einhole, können wir gemeinsam Hilfe holen. Also, ich muss mich beeilen. Bitte gib Bescheid, wenn du irgendetwas von den anderen hörst. Die sind verloren ohne dich, Alter. Meine Fresse. Mach ich, Jerick. Pass bitte auf dich auf. Ich hoffe, du findest sie. Alle gehen sie verloren. Es ist einfach grausam. Niemand mehr wird den Weg zurückfinden. Super, Amber ist wieder da. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Reinschalten, Leute. Und tschüssli, Müsli.